Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Zurück zu Gold Rush. Herzlich willkommen an euch und danke für eure Kommentare. Hier ist wieder alles eingefroren, wir können also gar nichts machen. Und an der Stelle nochmal danke an den Thorsten, der mir gesagt hat, wie ich an meinen Bagger komme, denn ich habe am Shop was vergessen, bevor wir das machen. Will ich euch aber noch mal was zeigen, denn ich habe beim letzten Mal, zwischen dem letzten und heute, noch mal ein klein bisschen Gold geschürft, habe meine 5800 und wollte damit eigentlich das Tablet freischalten. Wir haben hier einen Wasserturm, Leute. Hier ist ja wieder alles zugefroren, wir können gar nichts machen. So, wir haben hier einen Wasserturm, den wir für 150.000 kaufen und reparieren können. Dürfte ganz hilfreich sein, wenn wir nämlich im Sommer unterwegs sind, wenn hier alles mal austrocknet oder für so Sachen wie jetzt, wo eben alles eingefroren ist. So, da hinten habe ich auch noch was entdecken können. Hab's aber bisher noch nicht aufgenommen. Entschuldigung. So, hier an diesem Turm, Leute. Ich habe mir gedacht, wir machen das mal zusammen. Wenn wir nämlich hier hochgehen. Wenn wir hier hochgehen und uns umdrehen, befindet sich hier eine Schaufel, die wir aufnehmen können. Okay, jetzt haben wir sie aufgenommen. Was ich damit anfangen kann, keine Ahnung. Ob wir damit eine super Schaufel gefunden haben, die oder mit der wir mehr Erde diggen können, keine Ahnung. So, wir müssen aber auf jeden Fall nochmal in die Stadt, Leute, damit wir unseren Bagger hier kriegen. Und bei dem Wetter haben wir natürlich die besten Voraussetzungen. Ein bisschen aufwärmen. Ich habe hier erstmal die Schläuche und so, was wir, habe ich erstmal alles reingebracht, damit mir das nicht zufriert. Und mit dem Waschtisch, da wollte ich auch noch mal ein bisschen experimentieren. Möglich, dass wir uns einen zweiten Waschtisch holen und den gegen die olle Schüssel austauschen, die wir hier haben. Wenn wir den Waschtisch nämlich auch hier benutzen könnten, wäre das schon mal eine ganz coole Sache. So, aufwärmen, weiter. Noch können wir nicht dingen. So, habe ich meinen Kanister. So, heißt aber jetzt im Umkehrschluss, Leute, wir haben 5000 Dollar übrig, die wir anderweitig ausgeben können. Und wir haben ja einige Sachen auch noch gar nicht gekauft. Der Magnetitabscheider zum Beispiel. Der wartet immer noch darauf, gekauft zu werden. Nee, echt. Jetzt haben wir 6 Grad. Jetzt haben wir innerhalb von 5 Minuten den... Okay, mag ein bisschen schnell sein. So, und hier kommt wieder... der Ladebildschirm zum Einsatz, ärgerlich. So, aber erstmal zum Händler hier. Thank you.
Und hier, da habe ich nicht drauf geachtet. Hier haben wir die Kasse bezahlt, hatten wir ja letzte Mal. Und jetzt gehen wir mal zum Transport. So. Und wir haben Fahrzeuge auf der Parzelle, mobile Waschanlage und den kleinen Bagger. Wenn ich das richtig sehe, haben wir aber nur die Möglichkeit. Haben wir nur die Möglichkeit, ein Fahrzeug auf unserem Gelände zu lassen. Wir müssen also verbessern. Nee, Moment, halt, 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 abbrechen. 20.000 kostet das. Hier haben wir noch gar nicht zusammen, Leute. So, kleinen Bagger. Kleiner Bagger, kleiner Bagger. Maschinen bewegen. Können wir hier irgendwas machen? Also der Thorsten meinte, wir müssten den Bagger aktivieren, Maschinen bewegen. Wir können aber nichts bewegen. Ah, okay, jetzt hier mit dem Teil können wir den dahin bewegen. So, und jetzt sollte der bei Arnolds Parzelle auf uns warten. Okay, wir haben. Ja, vielen Dank. Das Eis fließt wieder. Das Wasser fließt wieder. So, wir haben 5.000. Und deswegen schauen wir hier noch mal, was wir uns denn Schickes noch leisten können. Und wahrscheinlich sehen wir nachher sowieso, was uns genau noch fehlt. So, der Magnetitabscheider. Der ist hier, kostet 2.618. Für den brauchen wir auch wieder Wasseranschluss. Und höchst und Strom. Also Wasser und Strom. Einen brauchen wir. Wir fügen hinzu. Dann werden wir dementsprechend auch wieder brauchen einen dicken Schlauch. Einen dünnen Schlauch. Ein Stromkabel, Hochspannung, nee, ein Niederspannungskabel. So, lass uns einmal kurz zur Kasse und gucken. Haben wir das? Haben wir jetzt alles? War ja nicht so viel, ne? Nee, Leute, haben wir nicht gekauft, wa? Boah, was denn los hier? Bestellung. So, jetzt haben wir's. Und die Frage ist, brauchen wir noch zusätzlich einen weiteren Generator? Der hat zwei Anschlüsse, so wie ich das sehe. Die Wasserpumpe hat meines Wissens nach nur eine. Oje, oje, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch? Okay, ich würde sagen, wir nehmen das erstmal mit und schauen uns das Ganze mal an.
steht im Weg. So, jetzt öffnen. Hoch damit. Könnte tatsächlich sein, dass wir uns noch mal eine Pumpe oder einen Generator besorgen müssen. So, meine Frage und ein kleiner Test, den ich nämlich auch machen wollte. Bringt uns der Waschtisch für die Hotpan was, dass wir halt eben nicht mehr mit der Waschschüssel arbeiten? Dann könnte man sich einen zweiten Waschtisch besorgen. So, rein mit dir. Und erstmal zurück zum Claim. Außerdem, Leute, was ist jetzt mit der Schaufel? Die würde ich natürlich auch noch mal ganz gerne ausprobieren. Moment. Und dann natürlich, wie viel mehr können wir mit dem Bagger zum Beispiel machen? Ne? Fragen über Fragen. Und ich habe schon wieder was vergessen, Leute. Ich habe schon wieder was vergessen. Wir müssen nämlich mal schauen, was wir überhaupt noch an Benzin haben. Ob wir da noch eventuell ein paar... unser Bagger, sehr schön, Leute. Die Minatüre XM270. Und jetzt haben wir hier die Schaufel. Und die wollte ich ja noch mal testen. Ob haben wir denn jetzt hier wirklich mehr oder weniger? Oder was passiert denn? Wir machen gleich weiter. Sieht mir aber nicht mehr aus, ne, oder? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Beziehungsweise nichts ist klar. So, der kleine Waschtisch, den brauchen wir zuerst. Den holen wir uns gleich mal raus. Alles nach und nach. So, kommst du. Wo stellen wir dich auf? Und hier kommen wir, glaube ich, mit dem Bagger runter. So,
So, mobile Waschanlage. Die werden wir schon mal dahin bringen, wo sie gebraucht wird, nämlich nach unten. Also bevor wir das nächste Mal hier zum Gold graben können, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, ne? Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. So, hier ist die Anhängerkupplung. Ein bisschen vor. Und dann hier geht's runter. So, für die mobile Waschanlage müssen wir uns erstmal ein Plätzchen aussuchen. So, da kommt hinterher wahrscheinlich irgendwie was Festes hin. Hallo, 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 hallo. Immer die Frage, ne? Wohin? Wohin mit euch? Ohne dass sie irgendwo im Weg steht. So, die lassen wir erstmal hier stehen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt weiß, so hier oben kommt das Zeug rein. Hier kommt was raus. Und da kommt was raus. Aber was kommt wo? Gute Frage, ne? Gute Frage. Nächste Frage. Den Magnetitabscheider. Den packen wir natürlich weiter nach unten erstmal. Wir stellen erstmal soweit alles hier so hin. Also ganz gerade ist die Fläche hier auch noch nicht, ne? Nee. Wie viel Platz brauchen wir dazwischen? Wie viel? So, den haben wir. Sicherlich würde der Waschtisch sich auch hier unten wahrscheinlich viel besser tun. So, das lassen wir noch als Strecke für den. Verdammt, können wir den von Hand bewegen? Nee, natürlich nicht. Würde ich auch gerne noch ein bisschen gerade einstellen. Naja. Naja. Generator.
Podcast hier, was hab... Da haben wir eine kleine elektrische Wasserbahn. Leute, ich hatte einen Generator doch geholt. Ich habe mir doch einen Generator geholt, oder nicht? Och, Menno. Ich glaub's nicht. Halt, Moment, Moro. Es könnte sein, ich habe ja einige Sachen auch schon ins Lager gestellt. Aber da gehört ein Kabel. Na toll. So. Die Verlängerung. Heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal in die Stadt. Jetzt habe ich tatsächlich den Magnetitabscheider geholt. Aber einen Generator vergessen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht, Leute. So, wie dem auch sei, wir werden mal schauen, wie viel... Ich werde mal hier die Steuerung einbinden. Ist aber auch ein Scheißwetter, ist schon wieder eingefroren hier. Merkwürdige. Also. Also nicht der schnellste. Aber wenn er einmal in Position ist, Leute, dann sollte das hier auch laufen. Tank ist halb voll. So, kann erstmal stehen bleiben. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass die Entfernung hier für die ganze Kabellage und so reicht. Kleiner Schluck Kaffee. Wenn ich wüsste. Nee, wir haben den wohl tatsächlich vergessen. So, du. Nach hier. Die Schläuche können wir stehen lassen. Und auf ein neues. Kennen wir ja schon. So, 17 Uhr. Die Wasserquelle eingefroren.
Unsere unfreiwilligen Pausen hier. Unsere unfreiwilligen Pausen. Übrigens hatte ich die Nuggets auch wieder eingestellt, weil ihr hattet ja geschrieben, hey, stellt die Nuggets wieder ein, dann kriegst du mehr, weil sonst bist du ja ewig am Buddeln. Habe ich gemacht, hat mir nur rein überhaupt nichts gebracht, denn aus irgendeinem Grund habe ich seitdem nicht ein Nugget mehr gefunden. Also einmal ausgeschaltet scheint die Sache gelaufen zu sein. Ups, rein. Ach, da haben wir es vergessen. So, ne, ein Stück vor noch. Komm, ein Stück vor. So, wir besorgen uns jetzt den Generator und meines Wissens nach zum zweiten Mal. Und was ich mir noch holen wollte, denn wir haben ja jetzt nun einige Gerätschaften mehr, also sind die Kanister, da nehmen wir uns gleich nochmal. Halt. Die kosten 10 das Stück, aber wir haben hier doch auch irgendwo. Nee, der ist zu teuer noch, der ist zu teuer, holen wir uns erst nochmal. 3 Kanister, würde ich sagen, sollten reichen. So, Kabellage hatten wir. Hochspannungskabel brauchen wir, glaube ich, für den mobilen nicht, sondern nur für die großen Maschinen. Sicherheitshalber gleich nochmal eine Verlängerung und nochmal ein Kabel dazu. Ich weiß halt nicht, wie lang wir die Kabel und Schläuche hier einsetzen können. Und es wird auch schon wieder dunkel, Leute. Okay, also wird die Runde hier wohl eine reine Vorbereitungsrunde. Beim nächsten Mal bauen wir dann auf. Verlängerung. Ich denke mal, dass wir mit 3 Kanistern zumindest für den Anfang erstmal klarkommen, oder? Sollte wohl. Ja, nicht da oben hin. So hier. Einmal. Die Frage aller Fragen. Hätten wir die Folge nicht auch off-cam machen können? Ja, hätten wir. So, dann einmal auf zur Tanke. Thank you.
Den Wagen auftanken brauchen wir noch nicht. So, Kanister bereitstellen. Dreimal. Einmal voll. Zweimal voll. Und den dritten. So, jetzt müssten wir aber tatsächlich alles haben. Uhr, die Kirchenglocken läuten. So. Dann wird es auch Zeit. Dann wird es auch Zeit für uns langsam zurück. Zurück zum Claim zu kommen. Also das haben sie hier überhaupt nicht hingekriegt, die Fahrerei halt, ne? Denn die Ladebildschirme dazwischen, die sind schon echt schlecht optimiert, Leute. Beziehungsweise die Ladebildschirme, die sind schon ganz gut optimiert. Aber die hätten gar nicht sein brauchen, denke ich mal. Letzten Endes sind wir aber erst an Tag 2, also von daher haben wir schon einiges geschafft. So, es gibt aber noch eine Sache, die... Ich hatte jetzt nämlich irgendwo gesehen, dass die Schaufel wohl noch ein Geheimnis birgt, die irgendwas mit dem Lagerfeuer zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ist es dieses? Nee. Ich weiß es noch nicht, Leute. Wir kriegen es aber bestimmt noch raus. So, hier ist dunkel, wir haben noch kein Flutlicht, sondern nur die olle Taschenlampe. So wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich schlafen müssen. Voll doof. Voll doof. So, lass uns mal schauen. Wir haben das Wasser hier, heißt, wir haben einen Schlauch, der müsste hier entlang gehen. Hier. So, hier sollten wir den Waschtisch hinstellen. Das finde ich zu sehr schräg. Komm, also hier direkt nach der Schräge stellen wir mal den Waschtisch hin. Die Anschlüsse sind auf der Seite. Bringen wir dich hier halbwegs gerade hin. Hier ist Strom. Da ist Wasser.
So, ne? So. Ja. Wackelst du? Nö, wackelt nicht. Das sollte okay sein. Dann brauchen wir einen Generator. Den würde ich auch oben hinstellen. Denn ich schätze mal, dass wir sowieso einen zweiten Generator brauchen. Können wir den zwischen hier und da irgendwo hinstellen. Wie groß? Moment. Auf der Seite sind die Kabelausgänge. Ob wir damit allerdings hinterher bis da hinten hinkommen, ist die andere Frage mit den Kabeln, ne? So, bleibst hier stehen. Dann besorgen wir uns ein Stromkabel. So können wir schon mal den Waschtisch. Wo ist der Stromanschluss? Wo hatten wir den Stromanschluss hier? Andere Seite. So, du bist verbunden. Dann Pumpe. Wir brauchen eine zweite Pumpe. Damit fangen wir aber. Wir haben doch einen Wasserfilter vergessen, Leute. Wir haben einen Wasserfilter vergessen, denn ohne Wasserfilter können wir. Ja, sehr schön. Müssen wir denn tatsächlich noch mal los, wie das aussieht? Damit geht's zur Pumpe. So, Pumpe. Ich glaube, mit den Wasserpumpen werden wir wahrscheinlich ein Problem kriegen, wenn wir nichts Größeres uns leisten können. Na, ein bisschen gerade, komm hier. Na, rollen sollst du mir nicht. Aber was machst denn du? Bleib doch mal einfach stehen. Ja, wir haben noch nicht die richtige Stelle entdeckt. Oh, kannst du das? Da kannst du stehen bleiben. Okay. Da ist noch ein Niederspannungskabel. Wir brauchen also ein kleines bzw. ein dünnes Wasserkabel, dünnen Wasserschlauch. Ich hatte ja gehofft, dass wir heute noch ein bisschen schürfen können. Sieht immer gar nicht gut aus. So. What? So, da ist er drin. Müssen wir die Seite nehmen?
nochmal einrollen. Warum macht er das denn nicht jetzt hier? Und vor allen Dingen, wo ist der Schlauch jetzt hin? Hallo? So, hallo, Schlauch? Wieso liegst du da? Kann doch nicht sein. Wieso kriege ich den Schlauch hier nicht dran, Leute? Geh mal wieder ab. So, jetzt will ich dich einrollen. Ja, dann bleibst du erstmal hier liegen. Okay. Müssen wir erst den anderen, müssen wir erst den dicken Schlauch dranbringen? Aber es ist doch nicht anders als hier an der Pumpe. Das haben wir doch genauso gemacht. Hier dran und da dran. Ja, und sind so klug als wie zuvor, so wie es aussieht. So, wir haben tatsächlich schon ein bisschen was an Klamotten geholt und ich hoffe, dass wir bei der in der nächsten Folge das schaffen, den Aufbau hinzukriegen. Ich werde zwischenzeitlich nochmal in die Stadt fahren, nochmal einen Filter holen, damit wir den dicken Schlauch von da hinten nach hier kriegen und dann versuchen wir, den dünnen Wasserschlauch auch anzuschließen. Was hier jetzt momentan gelaufen ist, kann ich nicht so genau sagen. Kannst du noch einmal probieren. Aber er tut's nicht. Nee, macht er nicht, Leute. Ich kriege den im Moment nicht angeschlossen. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich habe noch immer 1000 Dollar. Eigentlich müssten wir alles zusammen haben. Bis auf die blöden Wasserfilter, für den ich tatsächlich nochmal los muss. So, liebe Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, was es mit der Schaufel auf sich hat, oder andere Tipps und Hinweise habt, warum ich den Schlauch nicht angeschlossen kriege, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao und macht's gut und bleibt gesund.